Und damit ein Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Ja, wir sind in dieser Folge wieder hier Dings. Ja. Hole Hilfe, untersuche den Hinterhof. Habe ich hier vorne irgendwie was? Ne, untersuche den Hinterhof. Okay. Wollten lediglich mal gucken, ob ich da vorne zur Terrasse irgendwie was kann oder machen kann. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal jemand. Ist aber sonst nichts zu sehen. Entschuldigung. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Oha. Können wir ihnen vertrauen? Vertrauen. Wir haben keine Wahl. Wollte gerade mal umgucken, aber... Alles okay? Ja, sprechen wir mit ihr. Cara. Genau, Cara. Da wird dir ganz schnell warm. Wir spielen als Cara natürlich. Klar. Irgendwas hier zu sehen? Nee. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam. Bringst du sie nach oben? So, klar muss ich ihm folgen. Aber ich würde gerne wissen, geht das? Nee, hier ist nichts. Okay. Hätte ja sein können, dass wir irgendwo hier noch irgendwelche Dings haben, ne? Okay, bringe ich mal nach oben. So. Alles, bringen alles ins Bett. Okay. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Nee. Okay, hey. Hä? Komm. Zieh mir dir die Schuhe aus. Damit du in Ruhe schlafen kannst. Zudecken natürlich. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen.
dich schlafen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Unglückliche Missverständnis. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Pessimistisch, aufrichtig, optimistisch. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir bleiben ehrlich und aufrichtig zu ihr. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Na komm. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Okay. Hier kann ich nichts machen. Dann, also mit ihm kann ich auch nicht reden. Okay, verlassen wir erstmal das Zimmer. Kann ich da rein? Nee, schade. Ich würde mich ja hier gerne umschauen, ne? Ist auch noch ein Haus. Ich weiß nicht, warum das immer so ist, aber mit diesen, ich schau mal zu, weil rein theoretisch bringt das ja uns herzlich wenig, oder? Keine Ahnung. Na, dann gehen wir erstmal runter. Na. Erstmal eine Pirouette drehen auf der Treppe. Ne? Okay. Da ist er. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Mhm. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Hinsetzen. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Aufrichtig. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen viele Abweichler los? Leben sie hier allein mit ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Hm. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr.
Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Bahan. Keine Wahl. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Irgendwas, was ich hier anvisieren kann. Nicht, dass ich sehen könnte. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh Gott. Sieh nach, was los ist. Wir sind zusammen geflohen. Oh Gott. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Oh Gott. Oh Gott. Lassen wir sie. Alice? Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Wir lassen sie erstmal in Ruhe. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Kinnhalt. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Zu Rose. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben. Und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen. Sie leben. Ich lebe. Du lebst. Sie sind nichts. Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Gott. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Oh mein Gott. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Oh Gott. Bedenkt's. Oh, jetzt kann ich hier lesen. Der Dritte Weltkrieg. Wer würde ihn gewinnen?
Verwöhnen Sie sich. Ja, netter Preis. $899. So. Ach, sieh dich um. Genau. Bisschen umsehen. Ah. Auch eine Androidenjacke. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Meine Güte. Rede mit Adam. Ich würde mich trotzdem weiter umgucken. Bin ich ganz ehrlich. Oh, ein Weihnachtsbaum. Finde ich ja mal echt ein bisschen niedlich designt, ne? Also geschmückt. Oh oh. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Erstmal, finde einen Beweis für Abweichler. Noch drei. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Noch zwei. Bleib ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Jedenfalls verstecken. So, jetzt können wir zur Tür gehen. Öffnen. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich. Kann ich reinkommen? Natürlich. Guten Abend, junger Mann. Guten Abend. Ich habe ja alle drei Dinger. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Noch Kaffee? Ganz gut. Sonst noch jemand im Haus? Das... Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Ah, Vorsicht.
Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber ich mache jetzt noch ein bisschen. Scheiße! Keine Bewegung! Nein, Luther! Nein, nicht Luther. Oh, das gibt's doch nicht. Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Nein, nicht hier. Oh, Luther. Luther! Scheiße. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Fuck it. Oh, scheiße. Fuck it. Okay, also... Oh, geil. Mitternachtszug. Ja, bis... zu dem Punkt, wo wir Rose in die Waschküche gefolgt sind, haben wir alles richtig also alles aufgedeckt. Als Alice dementsprechend sich Mary nähert, hätten wir bleiben können. Wir hätten aber Alice auch haben alle Alice halt rausgenommen. So, und sobald Rose Hilfe holen ging, wir haben das Magazin gelesen, wir haben Nachrichten angeguckt, wir haben aber zum Beispiel die ganzen anderen Adam-Geschichten und so da nicht gemacht. Polizei vor der Tür, wir haben Adam beruhigt. Tür haben wir geöffnet, nachdem wir die Beweise dementsprechend natürlich gedings haben. Oh, den Vorhang hätten wir zuziehen sollen, ne? Deswegen. In der Küche hätten wir den Vorhang dazuziehen sollen, damit mit den nicht gerade der Polizist nicht Luther erwischt und also entdeckt und erschießt. Scheiße. Naja, das war's allerdings erstmal für diese Folge von Detroit Become Human. Ja, so kann man sehen, was in dem Sinne, Entscheidungen so mit sich bringen, ne? Also, tschüss, ciao, euer Lewoski-san.